wieder die Jen von Make-A-Wish. Ich grüße euch zum zweiten Teil unseres Tutorials. Wir haben beim letzten Dreh tatsächlich einen Wunsch gehabt. Und zwar war das vom Carlos, ein Elefant im Dschungel. Und den werde ich heute für euch zeichnen und euch dabei ein paar Tipps vermitteln zum Thema Stil und Technik, Material. Schaut es euch einfach an. Ich habe jetzt hier mal den Wunsch aufgegriffen und zwar war das ein Elefant im Dschungel. Das erste, was ihr seht, was ich gemacht habe, ich habe mir einen Rahmen mit Lineal gezogen. Das ist jetzt A5 auf A4. Das ist ganz schön. Dann habt ihr einen Rand, falls ihr da mal hinfasst. Ihr seht, das ist fixiert, das Blatt, dass das nicht abhaut. Ich habe mir jetzt hier ein kleines Kribbel gemacht. Und zwar besteht das im Prinzip aus einem Kreis, den ihr hier seht, und einem Ei, einem sogenannten Oval. Dann gehe ich hin und mache mir hier so kleine Striche. Ihr erkennt jetzt noch nicht wirklich, was es ist, aber das kommt. Das kommt. Und zwar zweimal hier oben. Wie so kleine Hörnchen sieht das aus. Dann geht ihr von der Mitte des Kreises ungefähr aus, nach außen mit einem Bogen. Und jetzt kommen noch vier weitere. Das werden dann später unsere Beine. So, hinten ist Schwänzchen. Oben, was wird das? Werden Ohren. Das hier wird natürlich der Rüssel. Und dann mache ich jetzt mal weiter. Weiter geht's. Jetzt kommen unsere Pflanzen. Dazu ein kleiner Tipp. Da seht ihr, da mache ich keine Grundform oder nur wenig, weil ich mich bei Pflanzen immer sehr aufs Detail konzentriere. Und zwar lernt ihr das am besten, indem ihr die beobachtet. Also generell ist für einen Zeichner immer so das erste spielerisch mit einem Skizzenbuch rumlaufen oder mit einem kleinen Block und ganz, ganz viel festhalten, was man in der Umgebung so sieht. Thank you.
seht, ich habe mir viel Mühe mit den Details gegeben, damit aus der lockeren Skizze eine schöne Zeichnung entsteht. Wie das Ganze dann in Farbe aussieht, das seht ihr beim nächsten Mal. Dann bringe ich das Bild koloriert mit. Und falls euch diese Buntstiftminen-Aquarelltechnik interessiert, probiert es selbst einmal zu Hause aus. Viel Spaß dabei!